Ich nehme mal meinen Stressball mit. Ich glaube, der könnte helfen. Denn Catherine hat ja schon gesagt, dass hier wohl irgendwas im Argen liegt. Sie fand es jedenfalls komisch, dass alle umgezogen sind. Wenn sie das komisch findet, dann finde ich das auch komisch. Ich nehme auf jeden Fall den Stressball mal mit. Wir können ihn wahrscheinlich noch gebrauchen. Ach fuck, wir brauchen jetzt Omnitool. Omnitool, wo bist du, mein Omnitool? Wo bist du, mein Omnitool? Ich brauch das Omnitool. Find someone who knows the security cipher. Ich brauch das Omnitool, Leute. Find someone who knows the Gib her! security cipher. Wie zur Hölle kriege ich... Ich bin ein bisschen verwirrt. Man merkt es mir vielleicht nicht an. Wo ist der Stressball? Ach, hier. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Wo ist der Stressball? Ach, die hat die jetzt erst entlockt. Ja, sieht ja einladend aus. Ich gehe mal erst nach links, aber erst will ich meinen Stressball. Das war ja kein Scherz mit dem Ding. Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. Die haben sich ganz bestimmt nicht aus Spaß davon gemacht. Uns wird schon irgendwas Tolles erwarten. So, Stressball ist auch weg scheinbar. Ah, der Stressball ist weg. Das ist ja jetzt grauenvoll. Oh, Catherine, so macht mir nicht so eine Angst. Stairs. Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Ich habe hier allgemein gerade ein sehr schlechtes Gefühl. Das ist kein guter Ort. Das ist kein guter Ort. Zu viele Gänge, zu viele Wege. Es sieht so aus, als sollte man sich hier vor irgendwas verstecken können. Ich mag diesen Ort nicht. Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. I'm just worried about my colleagues. Hier ist noch eine Tür. Stressball! Boah, das Spiel wird langsam richtig mies, ne? Wieder ein Foto. Er hat mich ein bisschen an den Anfang. Boah, hier ist großer Stressball. Ach, guck mal, hier wohnte mal Guy Conrad. Sollen wir den mal besuchen? Komm, wir besuchen mal Guy Conrad. Falls er denn noch lebt.
Hallo, Stressball. Also Konrad, wenn du mal hier bist. Da liegt ein Stressball nur für dich. So, die kann ich nicht angucken. Ich kann die Kisten aufschütteln. Komm, ich. Da, aufgeschüttelt hier, Konrad, falls du mal hierher kommst. So. Stressball. Hör auf, hier rumzurollen. Gut. Okay, was soll mir das sagen? Ich hoffe nichts. Ich hoffe, das ist einfach nur so eine Zeichnung. Ich hoffe, ich soll mir hier nichts merken. Ich mach's mal vorsorglich nicht. Techref. Okay. Oh, guck mal, hat der so ein. Ist das nicht so ein Roboter-Tötungsgerät? Verstehe sowieso nicht, warum wir das so achtlos weggeschmissen haben. Ich wette, das hätte uns noch helfen können. Aber gut. Die Musik, ne? Wo ist nur der Guy Konrad? Wo ist der nur hin? Sind das Bilder aus der Ark? Oder sind das Bilder aus der Realität? Also aus der richtigen Realität, nicht aus der virtuellen. Kann man überall nicht rein. Brandon wäre hier. Catherine. Hey, that's Myra. You want me to bring something? No, it's just memories. Erinnerung, okay. Wir gucken uns hier mal um. Vielleicht erfahren wir auf diese Art und Weise ja noch was von über Catherine. I seriously doubt you'll find anything useful in there. Wir sind es etwa hier raus haben? Was ist das denn? Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Sehr gruseliges Gerät. You have a lot of toys. Hmm. You don't have to search my room. We'll get by. Und sie nur so, hmpf. Sagt sie einfach nur so. Da drüben blinkt schon was. Das wird bestimmt interessant sein. Eine Schere. Nicht. Lass mich mal bitte durch. Der Bürostuhl. Nicht. Cool, Fächer. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Ich heb hier einfach mal alles so ein bisschen an. What's a little projector? Looks homemade. That's my attempt at building a vivarium. It's kind of a proto-ark. Gut, wir gucken mal auf das Tablet. Tagebuch, da willst du bestimmt nichts dagegen haben, wenn wir das lesen. 6. Juni 2103. Imogen Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der Wow beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war. Als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der Wow stehlen zu lassen. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation in die digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an meine KR-Kapsel erinnert. 14. Juni. Nach dem Zerlegen der Vivario-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die Wow mein Kapselprojekt kopiert hatte
um die Szene zum Ausführen der Weed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meiner Kapsel, in der sich aus Modellneugraphen, Neurographen konstruierte flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan, aus dem Weed entstand. Die Weed in dem Vivarium war eine perfekte Kopie. 21. Juni. Ich hab's! Ich kann die Menschheit retten! Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes lebende Mitglied von Pathos 2 Platz findet. Ich weiß nicht, wie es bei Vivarium funktioniert hat, aber ich kann die Scan-Technik der VAU mithilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagnet-Trommeltyp ausgestattet. 22. Juni. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderliche Diffraktion und Hochenergie konfiguriert. Ich vermute, dass die VAU die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die VAU muss die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Maschinen benutzt haben. Krass. Die VAU halt, also diese künstliche KI, dieser komische Virus, der sich hier überall ausbreitet, hat also die Intelligenz der Menschen, der Gehirnscans, übernommen und als Basis genommen für die bösen Roboter beispielsweise, die uns schon angreifen wollten. 3. Juli. Bei überraschend positiven Feedbacks des Teams haben wir das ARC-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in die Kapsel laden. Dann werden wir sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Sich vorzustellen, dass sie auf diese Weise weiterleben werden, ist eigentlich ganz nett. 12. Juli. Mark Saren hat sich nach seinem Scan umgebracht. Er hat allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um so irgendwie auf die Ark zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass dadurch einige Streitereien beim Personal entbrannten, und anscheinend ist das irgendwie mein Fehler. Strohmeier ist nicht gerade mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. Okay, das haben wir auch schon gehört mit dem Umbringen. Die Kapsel. Richard hat mir seinen Satz KI-Vorlagen gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine von ihnen ausgebreitet, um einen neuen Freund für Capsule Catherine und ihren Clan Vergangener zu kreieren. Neue Methode zur Turbulenzsimulation führt zu deutlicher Verbesserung des Wettersystems. Habe Reed implementiert, ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit Reed. Reed kommt nicht gut mit den anderen zurecht. Sie ist zu real. Aha. Okay, okay. Ach. Na super, na gut. Wir gehen mal weiter. Es ist zwar eh nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder erschreckt werden. Mark Saren, ah ja. Die Taschenlampe ausmachen. Ich glaube nicht, dass wir Taschenlampe sparen müssen, aber ich mache es einfach mal, weil so ist es einfach angenehmer, als wenn hier nur ein Teil vom Raum beleuchtet ist. Oh, Hanteltraining. Wow, ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts. Wir sind ja eh Roboter. Wow, jetzt hat es gerade extremst geruckelt. Warum, weiß ich nicht. Die wollte sich gerade nicht
rausziehen lassen. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same. With unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars.